Ja, guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr alle da. Ich habe heute eben noch Martha und Maria mitgebracht. Muss die da noch ins richtige Licht drücken. Ja, der Benni hat am letzten Sonntag von Jesus erzählt und seinem Umgang mit Aktivität und Ruhe. Von Anfang an, wo Jesus öffentlich geschafft hat, hat Jesus sich regelmässig Zeit genommen für die Stille. Besonders wenn er fest gefordert war, hat Jesus sich zurückgezogen ins Gebet, zurückgezogen in die Stille, zurückgezogen in Austausch mit seinem Vater im Himmel. Und aus diesem Austausch, aus dieser Beziehung, hat er einen Haufen Energie gezogen und die Stille hat ihm auch immer wieder Klarheit für seinen Auftrag gegeben. Ja, ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist diese Woche mit dem Moment von der Stille, mit dem Moment vom Gebet. Vielleicht hast du es vorgenommen, vielleicht hast du Zeit eingesetzt für das. Ja, wie ist es dir gegangen? Hast du dem Dauerablenkungsmodus ein bisschen widerstehen, den überwinden? Meine Lebensphase, die ist sehr dicht. Neben meiner Familie, neben Haus und Haushalt und zwei Jobs bleibt leider im Moment nicht sehr viel Zeit für Stille und alleine sein. Vielleicht geht es dir ähnlich. Darum nehmen wir uns gerade einen Moment Zeit für die Stille. Für die Stille mit unserem dreieinigen Gott. Jesus sagt nämlich, kommen alle zu mir, alle, die müde sind und schwere Lasten tragen. Ich will euch Ruhe schenken. Ein Moment von der Stille mit Gott.
Ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt muss unterbrechen in dieser Stille. Aber es war nicht wunderschön. Einfach so die Ruhe. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Gewisse, je nach Lebensphase, hat man vielleicht manchmal fast zu viel Ruhe. Und je nach Lebensphase hat man eben wenig. Aber für mich persönlich ist da etwas ganz Schönes. Und dann noch der Blick auf den See. Hä? Also wunderschön. Ja, die Erzählung von Martha und von Maria, ja, das ist eine Erzählung, die wahrscheinlich die meisten von euch auch schon gehört haben. Gewisse vielleicht schon 100 Mal oder noch mehr. Und man kann ja die Erzählung von Martha und Maria ganz einfach zusammenfassen. Die Moral der Geschichte, sorg und müh dich nicht. Oder anders gesagt, wir sollen nicht so wie Martha sein, sondern wie Maria. Uns also weniger Sorgen machen, weniger Mühe und einfach ein bisschen zu Jesus hinhöckeln oder wie unsere Maria zu Jesus hinlegen. Das hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Und ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist. Vielleicht hast du dich auch schon ein bisschen schlecht gefühlt dabei. Weil du gemerkt hast, oh, es fällt mir so schwer, einfach mal ein bisschen ruhig zu sein, ein bisschen still zu sein, vor Gott zu kommen, in Ruhe, vielleicht auch uns allein sein mit Gott. Vielleicht hast du gedacht, ach, ja, es wäre ja schon gut, aber eben, ihr wisst ja nicht, was läuft bei mir. Ja, wenn man eben sagt, die Moral der Geschichte, sorg und müde dich nicht, bist doch ein bisschen mehr wie Maria, ein bisschen weniger wie Martha, dann kann einem da schon ein bisschen so durch den Kopf gehen. Mir ist es auch schon ein bisschen so gegangen. Aber die Frage ist jetzt auch, darf man eigentlich die Geschichte, die wir jetzt vorher gehört haben, wirklich einfach auf das beschränken? Wirklich auf die Hauptaussage beschränken? Sein mit Jesus ist wichtiger als tun für Jesus. Ich glaube ja, das darf man. Sein mit Jesus ist wichtiger als tun mit Jesus. Jesus sagt da nämlich auch immer wieder in der Bibel, in seinem Wort. Zum Beispiel sagt er in Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, der sind die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Weil wenn ich mehr, könnt ihr nichts machen. Also in Jesus bleiben, mit Jesus verbunden sein, Beziehung zu haben mit ihm, das ist ganz wichtig. Aber die Geschichte von Martha und von Maria geht auch noch ein bisschen tiefer. Und da wollen wir zusammen anschauen miteinander. Ja, Maria und Martha, das sind laut dem Johannesevangelium eben Schwestern gewesen und Schwestern auch vom Lazarus. Die beiden haben in Bethanien gelebt, haben schöne Betunien gehabt und sind ja, dort ein bisschen unterwegs gewesen, in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem. Martha, Maria und Lazarus, die sind viel mit Jesus unterwegs gewesen. Sind mit dem befreundet gewesen. Sie sind aber eigentlich nicht so mit dem durch die ganze Gegend durchgelaufen, sondern haben ihn immer wieder aufgenommen bei sich daheim. Sie haben ihn unterstützt mit ihrer Gastfreundschaft. Ja, Martha und Maria, die haben schon gewisse Gemeinsamkeiten gehabt, aber auch viel Unterschied. Und die Unterschiede, die sehen wir, wenn wir eben nochmal in den Text hinschauen, wo uns der Johnny gerade nochmal einblendet. Okay, und diese Unterschiede, die wollen wir zusammen ein bisschen herauskristallisieren. Gehen wir mal zuerst zu den Namen. Martha, weiss jemand, was Martha heisst? Ich hatte zwei Grosstanten, oder ich muss sicher eine, und das weiss ich gar nicht, wie sie verwandt war mit mir. Tante Marti. Hä? Martha, die eine Tante, Grosstante, war die Diakonisse. Der hat also nicht so gut zu ihr gepasst, was der Name bedeutet. Martha bedeutet nämlich Herrin. Herrin. Aber in dieser Geschichte passt das sehr gut. Maria, da hat ganz, ganz verschiedene Bedeutungen. Maria ist ja der gleiche Name wie Miriam. Und ich habe jetzt den schönsten rausgenommen. Geschenk. Geschenk. Oder Geliebte kann es auch heissen.
Also, Maria ist doch einfach ein Geschenk. He? Martha hat vielleicht manchmal auch gedacht, du, mit der hat man das Geschenk. Dann geht es weiter. Martha, sie ist die Hausbesitzerin. Mit Namen Martha in ihr Haus. Ihr Haus, nicht ins Haus von ihr und ihrer Schwester, sondern da wird gesagt, Martha ist die Hausbesitzerin. Dann hat Maria ist die Untermieterin. Es ist halt die kleine Schwester, die auch noch bei Martha daheim wohnt. Ja, man kann sie ja nicht einfach auf die Straße stellen, oder? Schließlich ist man Familie. Also, die hat da bei ihrer Schwester gelebt, quasi als Untermieterin. Dann, Martha, das ist sehr eine aktive, kommt uns entgegen. He? Die ist am Arbeiten und am Tun. Sehr aktiv. He? Währenddessen Maria einfach zu Jesus hinhöckelt oder hinliegt. Und in dieser ganzen Geschichte hört man gar nichts von ihr. Also es wird auch nichts geschrieben, dass sie etwas sagt. Nichts. Könnt also sagen, du, das ist ein bisschen passive. He? Die macht, was macht die eigentlich? Einfach da ein bisschen hinlegen da zu Jesus und sonst gar nichts. Ja, dann hat Martha, ist natürlich, die hat wirklich ein dienendes Herz. Dienende Haltung. Es ist wirklich nett, wie die dienen. Wir lesen hier, dass sie da beschäftigt war, hin und her gesäckelt, alles Feine noch wollte, parat machen, vielleicht auch ein bisschen beeindrucken mit ihren Kochkünsten. Ich kann es nicht so sagen. Währenddessen ist Maria einfach am Zulassen. Ja. Die einen arbeiten, die anderen lassen zu. Das ist eine gute, klare Arbeitsaufteilung. Ja, man muss wissen, oder so Sachen muss man geklärt haben. Jetzt kann man aber auch sagen, Martha, die ist ziemlich abgelenkt. Abgelenkt von ihrem Arbeiten, von ihrem Dienen. Sie lässt sich ablenken von Jesus. Und Maria ist fokussiert. Sie kommt zu Jesus. Sie ist bei ihm. Und wir kommen dann gerade noch ein bisschen dazu, was da auch für eine Bedeutung hat. Jetzt, wenn wir weiterfahren und den Text noch ein bisschen anschauen, dann ist Martha ziemlich gerechtigkeitsbedürftig. Sie hat einen grossen Gerechtigkeitssinn. Sie sagt nämlich eben Jesus, hey, hallo, siehst du sie eigentlich? Sie macht rein gar nichts und die arbeiten die ganze Zeit. Man kann auch sagen, sie ist rechthaberisch. Und? Maria? Das ist doch einfach die unschuldige Person. Ich meine, die macht ja nichts Böses. Die höckelt oder liegt einfach ein bisschen bei Jesus. Also, macht ja nichts Schlimmes, oder? Unschuldig. Hätten wir da mal da hin. Dann Martha ist gegen Ende dieser Geschichte immer genervter. Es nervt sie richtig. Nicht nur, dass ihre Schwester nichts macht, sondern vielleicht auch, dass Jesus eben nichts sagt. Genervt. Hingegen, Maria bleibt scheinbar tiefenentspannt. Sie bleibt einfach dort. Sie hat dann das Gefühl, sie müsse sich irgendwie rechtfertigen. Es kommt da kein Streitgespräch raus. Das sind also so die Unterschiede, die einem hier einfach entgegenkommen, wenn wir die Geschichte anschauen. Spüren ihr die beiden Schwestern ein bisschen? Hä? Sie haben gewisse Unterschiede. Und in diesen Unterschieden birgt sich ein bisschen Konfliktpotenzial. Wie häufig haben sich die schon zusammen gestritten? Wie oft haben sie zusammen gezofft? Die beiden Schwestern. Und jetzt kommt da eben der Jesus auf Besuch. Und da finde ich jetzt etwas ganz spannend. Die Situation von diesen beiden Schwestern,
Situation von diesen beiden Schwestern war nicht die gleiche wie die Situation, in der wir heute drin stecken. Wieso? Jesus war damals noch nicht allgegenwärtig. Jesus ist heute allgegenwärtig. Wir glauben, Jesus ist überall auf dieser Welt. Da war er damals noch nicht. Jesus hat als Mensch nur etwa 3 Jahre gelehrt. Nur etwa während 3 Jahren ist er umgezogen und hat den Menschen vom Reich Gottes erzählt. Und das in einer extrem eingeschränkten Region. Die Menschen haben auch noch nicht gewusst, dass Jesus bei ihnen wird sein bis ans Ende der Welt. Das haben sie hier noch nicht so wirklich gewusst. Er hat schon einmal Andeutungen gemacht. Aber wir spüren, es war eigentlich noch sehr viel exklusiver in dieser Zeit, dass der Jesus mit einem Zeit verbringt. Wir wissen auch nicht, wie manchmal er bei diesen beiden war. Man nimmt da mehrmals, aber genau weiss man es nicht. Stell dir jetzt also vor, der Jesus, der Sohn von Gott, der König der Welt, kommt zu dir zu Besuch. Wie reagierst du? Was machst du? Wie reagieren eben die beiden Schwestern? Maria hückelt ein bisschen hin. Vielleicht eben, weil sie einfach gerne zulässt. Vielleicht, weil sie das Leben sowieso einfach ein bisschen leichter nimmt als ihre Schwester. Da komm, hör doch auf. Man kann es doch einfach mal ein bisschen gemütlich nehmen. Aber vielleicht ist das, was sie macht, auch ein Zeichen von der Unterwerfung. Jemandem zu Füßen sitzen, wie es da im Text heisst, ist ein Begriff gewesen, der eben heisst, hey, man macht nicht irgendwie eins zu eins eine Begegnung, sondern wenn man sich zu Füßen hinhöckelt, wenn es da Jesus wäre, dann nachher ist das ein Zeichen von Unterwerfung, von Ehrfurcht, Ehrerbietung. Und das hat eben Maria gemacht. Martha, wir haben es schon gehört, die ist die ganze Zeit in der Küche, will Jesus verwöhnen, vielleicht ein bisschen mit der Kochkunst beeindrucken. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, also bei uns daheim wäre das absolut kein Problem. Wir haben eine offene Wohnküche, da könnte ich doch ein bisschen köcheln und Jesus könnte auch erzählen, wie er will. Ich nehme alles mit über, da wäre ja überhaupt kein Problem. Aber Martha, die gute Martha, die steht eben nicht entspannt in der offenen Wohnküche an der stylischen Kochinsel und ist da ein bisschen am Schnetzeln. Nein, Martha tigert hin und her und hin und her und schafft und krampft und absolut nicht entspannt, sondern immer genervter. Die Wut wächst eben nicht nur auf ihre Schwester, sondern auch auf Jesus. Bis er den Kragen platzt. Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit machen lässt? Beklagt sie sich. Sag ihr mal, sie soll mir helfen, der Drucken da. Also ehrlich, es ist immer das Gleiche. Wieso sind wir so anders? Ich mache immer alles. Und ich meine, also hallo, wenn die mal einfach einen kleinen Finger würde roten, dann nachher wäre es schon gut, aber wir können uns vorstellen, die beiden, ja, es war ein bisschen schwierig gewesen. Und darum fragt eben Martha, nicht Maria direkt, sondern will Jesus einspannen? Hey, Jesus sagt der mal, sie soll. Ja. Da spricht die Band, dass sie eben Jesus einspannen will. Vielleicht ist die Situation der berühmte Tropfen gewesen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Die Frage ist jetzt, wie reagiert Jesus? Jesus nimmt Maria in Schutz und sagt Martha, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen über so viele Sachen. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil gewählt. Und da soll ihr nicht genommen werden. Pam! Da hat gesessen, 1-0 für Maria. Da sitzt sie wieder mal voll einfach da. Und Jesus lässt sie nicht nur, sondern unterstützt sie. Nein, aber ehrlich, jetzt müsste sich mal ändern. Hat vielleicht Martha gedacht. Aber wieso reagiert Jesus so?
Ist das nicht fast ein bisschen gemein? Ich finde es ein bisschen gemein, dass die nichts macht. Der Punkt hier ist, wenn Martha fröhlich dient hat, wäre das für Jesus, glaube ich, gar kein Problem gewesen. Wäre das in Ordnung gewesen. Aber in Martha, ihre Herzenshaltung, kommt uns ganz klar entgegen. Der Martha, ihre Herzenshaltung ist klar. Sie ist nicht fröhlich, sie ist genervt und meint, sie sollte oder müsst. Sie glaubt, dass es nur gerecht wäre, wenn ihre Schwester auch würde. Sie meint, sie sollte, sie müsst und glaubt, dass es nur gerecht wäre, dass ihre Schwester auch würde. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Zu meinen, du müsstest und dass die anderen auch sollten. Das kann einem richtig wütig machen. Aber die Wut, die da bei der Martha aufgekommen ist, die bringt gar nichts. Die Wut bringt uns kein Glück. Aber Jesus wünscht uns Glück. Wünscht uns Glück auch im Tun. Martha hat das Gefühl gehabt, sie müsse. Und darum hat sie gedient und geschafft und gekrampft. Sie hat es nicht gemacht, weil sie es gern macht und findet, hey, das ist jetzt mein Beitrag zu dem heutigen Abend. Sondern sie hat das Gefühl gehabt, man muss unbedingt. Ja. Jesus ist nicht gegen das Tun. Gerade vor der Geschichte von Maria und Martha erzählt Jesus nämlich eine ganz andere Geschichte. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das ist ganz anders. Dort macht Jesus klar, dass nur der richtig gehandelt hat, der eben gehandelt hat, der etwas gemacht hat. Die einfach vorbeigelaufen sind, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ja, das könnte es mir meine Finger dreckig machen und mir rituell schmutzig machen. Die haben nicht richtig gehandelt. Da sagt Jesus ganz klar, Jesus sagt, hey, der barmherzige Samariter, der eben geholfen hat, der eben etwas gemacht hat, nicht der, der einfach ein bisschen nachgedacht hat, der hat jetzt richtig gehandelt. Also, ist das, was wir hier sehen, ein Teil der Medaille, eine Seite der Medaille, dass es wichtig ist, bei Jesus zu sein, mit Jesus zu sein. Aber die andere Seite der Medaille ist auch, für Jesus zu machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, Martha und Maria, die wachsen im Glauben, dadurch, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Martha kommt in dieser Geschichte scheinbar nicht so gut weg. Jesus gibt Martha aber einen ganz entscheidenden Tipp, den Martha im Glauben wachsen lässt. Und die Geschichte von diesen beiden Schwestern geht noch weiter. Der Evangelist Johannes erzählt, dass der Lazarus später schwer krank wird. Maria und Martha schicken Boten zu Jesus, um ihn um Hilfe zu bitten. Jesus macht sich dann langsam gemütlich auf den Weg, macht noch ein bisschen das und macht noch ein bisschen Sepp. Und wo er ankommt, ist der Lazarus schon 4 Tage tot. Wieder ist es Martha, die gerade direkt zu Jesus geht. Sie ist eben wieder aktiv. Und sie ist auch ein bisschen gerechtigkeitsempfindlich, um nicht zu sagen rechthaberisch. Sie sagt, Jesus, Herr, wärst du da gewesen? Meine Brüder wären nicht gestorben. Dann sagt aber Jesus zu ihr, hey Martha, der Lazarus wird auferstehen. Und er fragt sie, glaubst du da? Und jetzt spüren wir etwas von dem, was da gemacht hat mit der Martha, dass Jesus ihr damals bei dieser Geschichte einen entscheidenden Tipp gegeben hat, nämlich, hey, mach es mit Maria, sie hat das Richtige gewählt. Bis noch an mir. Das sieht man jetzt. Weil jetzt, bei dieser Situation, wo der Lazarus tot ist, fragt Jesus Martha, glaubst du, dass der Lazarus wieder lebendig werden wird?
Und Martha antwortet mit einem von den eindrücklichsten Glaubensbekenntnissen vom ganzen Neuen Testament. Sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn von Gott. Und tatsächlich, der Lazarus wird wieder lebendig und macht seinem Namen alle Ehre. Lazarus heisst nämlich, Gott hat geholfen. Gott hat geholfen, sogar über den Tod hinweg. Gott hat aber auch der Martha geholfen, ihren Fokus wieder aufs Wichtige, ihren Fokus auf Jesus zu legen und sich nicht zu fest vom Unwichtigen ablenken. Und Maria? Bleibt die einfach passiv? Ist die einfach immer noch ein bisschen am Höckeln da? Auch sie lehrt einen ganzen Haufen. Und sie lehrt einen ganzen Haufen von Jesus, weil sie eben bei Jesus hockt, weil sie zulässt. Und sie verlässt auch ihre inner passive Frauen. Bei einem weiteren Treffen im Haus von Martha und Maria nimmt Maria das kostbare Duftöl, gießt es über die Füße von Jesus und trocknet die Füße mit ihren Haaren. Schon wieder wird sie für ihr Handeln tadelt. Schon wieder sagt einer, hey, das geht doch nicht, das hätten wir doch verkaufen können. Das teure Duftöl. Damals ist der Judas, wo sie zusammen ist. Aber Jesus sagt, lass sie ruhig. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis gemacht. Maria scheint also besser als viele andere, besser als ja, vielleicht sogar die engsten Jünger von Jesus, verstanden zu haben, wieso Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und das hat sie verstanden, weil sie sich Zeit genommen hat für Jesus. Zeit für Beziehung mit ihm. Das bei Jesus höckeln oder legen hat sich gelohnt. Und Maria ist gewachsen im Glauben. Ja, Martha oder Maria, was ist jetzt besser? Ich glaube, das Beste ist ein guter Mix. Die beiden Schwestern stehen nämlich auch sinnbildlich für zwei verschiedene Glaubensstile. Maria steht für den Glaubensstil, wo Gott mehr im Sein, im Denken, im Nachgrübeln, in der Beschäftigung mit seinem Wort erleben. Es gibt Menschen, das ist das Schönste für sie, einfach nachdenken über Gott, in der Bibel forschen und so weiter. Und ich glaube, Maria steht ein bisschen für den Glaubensstil. Martha steht für einen Glaubensstil, wo vielleicht Gott mehr im Tun erlebt. Wir haben heute einen Vorteil gegenüber diesen beiden. Wir haben heute den Vorteil, dass Jesus eben immer und überall bei uns ist. Er ist immer und überall bei uns und er freut uns, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn, um mit ihm zu sein. Einfach sein, wie wir es vorhin probiert haben, still vor ihm zu sein. Aber er freut sich auch, wenn wir uns Zeit nehmen, etwas mit ihm und für ihn zu machen. Und es braucht eben beides. Sein und das Tun. Stell dir vor, alle Gläubigen wären Marias. Wer würde auch die handfeste Arbeit machen, die es eben gleich auch gibt? Natürlich kann man sagen, ja, vielleicht macht Jesus den wundermässig. Aber Leute, sind wir doch ehrlich, es braucht uns, es braucht Sachen, die wir einfach wirklich anpacken. Es braucht Leute, die da unten zu den Kindern schauen und den Kindern die Liebe von Gott weitergeben. Es braucht Leute, die Lobpreis machen und. Alle braucht es. Eben auch das Machen. Aber wenn es nur Marthas gäbe, dann würden uns eben die Menschen fehlen, die sich vertieft mit dem dreieinigen Gott auseinandersetzen. Und zum Beispiel Bücher über ihn schreiben.
Beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, dass die Namenskombination Martha und Maria gerade in Lateinamerika sehr beliebt ist. Maria und Martha gehören dort einfach irgendwie zusammenzuhören. Und tatsächlich sind wir ja selten ausschließlich eine Martha oder eine Maria, sondern wir sind irgendwann so ein bisschen zwischendrin vielleicht. Und im besten Fall vereinen wir irgendeinen guten Mix von diesen beiden. Ein guter Mix heisst nicht 50-50, genau da in der Mitte, 50% Martha, 50% Maria. Ein guter Mix, da kann für jeden etwas anderes bedeuten. Im Moment bin ich einer auf dieser Seite. Ich würde mal sagen, mindestens 80% Martha und habe vielleicht etwa 20% Maria noch in mir. Das war aber nicht immer so gewesen. Und ich hoffe, es bleibt auch nicht immer ganz so. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Wir sind ja, viele von uns sind krampfig und tun gerne etwas machen. Vielleicht ist es ähnlich wie bei mir. Vielleicht ist es aber auch anders. Vielleicht ist es 80% Maria und 20% Martha. Ich lade dich ein, einmal ein bisschen hinzuschauen. Ja, wie ist es denn bei mir? Und wie gesagt, das Ziel ist nicht 50-50, 50-50. Wir müssen nicht ganz ausgeglichen sein. Und wir dürfen auch unterschiedlich sein in unserem Glaubensstil. Die Herzenshaltung, die uns bei der Martha ziemlich negativ entgegengekommen ist, bei dieser Geschichte, die ist eben ganz wichtig. Und der Paulus sagt im Kolosserbrief das so: Alles, was ihr macht und sagt, soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, den Vater, für alles danken. Alles, was ihr tut und sagt, soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Und ich glaube, es geht um das. Probieren alles, was wir machen und denken und sind, mit unserem dreieinigen Gott zu sein. Ich bete. Vater im Himmel, danke vielmals für die Geschichte von der Martha und der Maria. Danke, dass wir immer wieder wie die Martha zu dir dürfen sitzen und bei dir dürfen auftanken. Hilf uns, dass wir Zeit können für das. Danke, dass du uns gerade in diesem Moment Kraft geben willst, um für dich und mit dir etwas zu tun. Hilf uns, dass wir alles, was wir tun, was wir sind und was wir sagen, in deinem Sinn und Geist tun. Amen.